Bullseye. Also sobald ich ihn hier gefunden habe. Da ist er. Da ist er. Gut. So, ein bisschen laufen, damit Luca glücklich ist. Versteht sich. Und dann gehen wir weiter. Länderspielpause, glaube ich. Del Mondo macht 2 Buden. Scheint zweite Mannschaft ist ausgebaut. Wir gehen auf 32.110, Entschuldigung. Wie sieht es denn in der zweiten aus überhaupt? So generell, Del Mondo hat schon 25 Buden wieder. Wir sind nur Platz 2, bodenlos. Die A ist auf der 1, ganz klar, 3 Punkte Vorsprung. Die B, 7 Punkte Vorsprung, ungeschlagen. Mhm. So nicht anders. Schneckaltor, Nasinetor, Elmuhuti, Amendiakos 2, Amendiakos zieht an, holy shit. Erfahrungsstufe 4 für Nemeno? Digga, wer hat denn die geschafft? Gefühl von der Bank auf Erfahrungsstufe 4. Muss ich Luca jetzt warm anziehen, oder wie? Ich glaube, da kommt wer für Lukas Spot. Was echt an dem einen ist gescheitert sein. Bodenlos. Bodenlos. Einen Mentor hätte ich gerne. Nee. Kein Mentor. B, das gleiche. So, und jetzt checken wir kurz in den Melo. Damn. Damn, auch der 62 Millionen, ne? Wäre so langsam. Hat man da irgendwie danach einen Braun theoretisch? Weil Braun auch eher verkauft wird. Können wir mal überlegen, wir könnten auch Lienemann als Backup vielleicht nehmen. Vielleicht Lienemann als Backup für die erste da nehmen. Braun verkaufen, Nemelo verkaufen. Und wenn der aus der Jugend kommt auf der Position? Und Draker theoretisch? Oh, warte, das sind einige. Ja, wobei die aber auch nicht so geil sind, ne? Hier, Picasso. Können wir eventuell wirklich Picasso hochziehen, ne? Mal gucken. Wäre eine Möglichkeit, ein bisschen Kohle wieder zu machen auch. Also nicht, dass wir jetzt noch Kohle für irgendwas brauchen. Wir haben das Stadion im Bau. Und so, ne? Oh, let's go. Bin schon wieder golfen gegangen. Hoch. Was sieht am besten? Aus Versehen golfen gegangen, wer kennt's nicht? Amediakos, Spieler des Monats. Ja, wir so auf dem Golfplatz stehst. Fuck. Wollte eigentlich Marathonlauf, jetzt bin ich schon wieder golfen gegangen. Scheiße. Huch. 2 Buden am Ende. Was ist mit dem los? Der ist ja anders wild. Schneckerl hat eine Quote von über 0,5. Und Amendiakos braucht noch 3 Tore. Dann ist er Rekordtorschütze für Griechenland. Apollo 13. Mach uns nicht unglücklich. KA plus 5%. Yes. Bitte, Dankeschön. So, Leute, ein bisschen angeschlagen. Wir spielen halt gegen City, ne? Also sollen wir auch wirklich schonen. Wenn wir City vor der Brust haben. So, Marcel Götz. Ist okay, ist schon wieder ein Grieche. Unglaublich. Schon wieder eine Grieche. Malaga. I had a dream about it, she rings my bell.
Und ein Jugendspieler können wir langsam wieder finden, ne? Von den Scouties. So, dann lassen wir Schneckerl zu Hause. Wir lassen Amendiakos tatsächlich zu Hause. Also wirklich komplett zu Hause. Wir spielen Eisenhower, Safe Call. Wir spielen auch Seltzer. Ne, tun wir nicht. Doch, wir spielen Seltzer, aber nicht Eisenhower, so rum. Zakali. Wir schonen wirklich viel gegen ne? Schalke. Aber was Mut hat Mut. Wir sind aber zu Hause, wir haben das Hinspiel 7-1 gewonnen. Ich bin guter Dinge, dass die zweite Garde das auch so schafft. Erste Minute Glanzparade, geht schon gut los. Anthony Patterson. Oh yes. Ganschi Vorlage El Mohouti. Erstes Tor diese Saison für Ganschi. Hat lange auf sie warten lassen, ne? Aber auch erste Vorlage für El Mohouti. Der macht echt nur Buden von der Bank. Ganschi mit dem zweiten. Oha, der wird nicht, wenn der jetzt einen Hattrick macht, holy shit. Holy shit. Ünivar, schade. Hätte ihm auch irgendwie gegönnt. Tiriac verletzt. Okay, 2-1 Führung zur Halbzeit. Soweit noch alles fein. Wir bringen Hausino. Charabi ist wieder da, sehe ich gerade. Bischof direkt verletzt, Nasenbeinbruch. El Mohouti, Vorlage, Vorlage Nummer 17 übrigens. Ne? Damit hat er seinen Rekord gebrochen. I'm just saying. Da macht er noch eine Bude. Let's go. Amendiakos kann er leider nicht, ist nicht dabei. Aber ich glaube, damit haben wir die 54 zumindest, ne? Zwar mit 27-27 und nicht 28-26, aber wir sind on track, Grafit und Dzeko zu enthaupten, wollte ich schon sagen. Dazu halt vom Thron zu stoßen. Das meinte ich. Digga, holy shit, Alter. 18. Torvorlage da. Acht Punkte Vorsprung. Gefühlt auch schon Meister. 10 Tore vor Demirovic. Holy shit. 18. Boah. Damn, brother. Ist hier jeder verletzt? Bischof Tiriac und Frank. Jawohl. So muss das. 5 Tage, 8 Wochen Tiriac. Wadenmuskelriss. Uff. Das ist natürlich. Das ist Aua. Bischof wird es auch gerade gegen City nicht schaffen, ne? Bischof ist erst wieder gegen Leipzig am Start. So. Jugendmannschaft. Ja, erste machen wir gleich. Stehen die erste schon gleich noch auf. I remember, lost my mind. There was something so pleasant about this place. Sehnen alles für Demir. Zum Glück ist er mittlerweile in der zweiten. Holy shit. Gut, da müssen Niedermüller ran. Das ist kein Ding. Eisenhower sowieso am Start. Auch das fine with me. Wir starten mit El Mohouti. Over Hausinho, auch wenn der 98 hat. Aber stell dir mal vor, einfach einen 98er von der Bank zu bringen. Muss man sich auch mal leisten können, ne? Starten wir mit Heim- oder Auswärtsspiel gegen City? Zu Hause. Na dann? Wie war das gegen PSG? 4-0? Abfahrt! Boah, komm, in der 967, ultra knappes Ding. Holy shit. Come on. Glanzparade Charabi ist wieder voll am Start. Let's go. Gelb für Stange. City macht Druck. Einige Schüsse für City, glaube ich schon. Aber bisher hält die Defensive. Bisher. Come on! Amendiakos. Yes! Kein Gegentor.
Die Null halten. Vielleicht noch ein zweites Tor schießen, aber vor allem die Null halten. Bitte. Bitte, bitte, bitte. Schiefer mit der Gelben. Okay, 1-0. Uns reicht ein Unentschieden in Manchester. Aber auch das müssen wir erstmal schaffen. Kopenhagen gewinnt 2-0 gegen Chelsea. Tottenham führt, Real führt. In der Euroleague. Na gut, sehen wir nichts, weil ne, die erst noch spielt. Richtig? Richtig. Yes. Conference League ist ja nichts bei uns dabei. Glaube ich. Yes. Ah, Sven hat eine Erfahrungsstufe. Sehr schön. Bischof ist wieder fit. Auch das ist sehr, sehr schön. Die 3 für Sven auf 89 jetzt. Let's freaking go. Wir gucken die Ergebnisse für die Euroleague, wenn wir das Rückspiel gegen City haben. I'm crazy. So, jetzt Leipzig. In Leipzig. Natürlich tough. Gerade zwischen zwei City-Spielen. Gerade dann. Makengo kommt weg. Kurytowski kommt weg. Strack kommt weg. Den können wir behalten. For now. Makengo. Strack. Und Kurytowski. Sehr nice. Nee, Kozlowski. Wolf, kommen beide weg. Kozlowski. So. Spielegespräche, ne? Kaya holt gut auf. Wobei Kaya jetzt wieder Ersatz ist, ne? Und wenn jetzt Kaya bald wieder runterschieben, glaube ich. Jetzt, wo. Eigentlich sollten wir das jetzt schon. Jetzt, wo Charabi wieder am Start ist. Kiel ist ja da. Glaube ich, ist es Zeit, Kaya mal wieder den zweiten zu schieben. Vielleicht sagst du der Grund, warum die zweite nur zweite ist, tatsächlich. Das heißt. Schieben ihn wieder runter. Und nehmen Kiel wieder mit. So, gegen Leipzig. Schon wir in Duka auf jeden Fall. Weil er super angeschlagen ist. Eisenhower startet von der Bank. Schneckerl startet von zu Hause. Und dann starten wir so rein. Zweite Mannschaft. Bam. Abfahrt. Come on, gegen Leipzig. Ich glaube, jetzt können wir Grafit und Dzeko überholen. Potenziell. Ne? Wir brauchen nur ein Tor von Amendiakos oder Hosino. Dann zieht nämlich einer von beiden quasi mit Grafits Rekord gleich. Und beide haben ja schon eins über Dzeko. Einfach ein Ausgleich. So gleichen wir nicht aus. Steht 2-0. Come on, Leute. Come on. Up the tags. 54. Das ist ein Tor. Aber das ist ein Tor für Leipzig, oder? Das ist wieder ein Tor für Leipzig. Maruyama. Was ist hier los, Leute? Hallo. Andere Richtung. Ja, wir sind in Leipzig. Das. Okay. Habe ich nichts zu sagen, bin ich ehrlich. Das einzige Tor, das wir schießen, ist ein Eigentor, ja? Das ist mal bodenlos scheiße. Ah! Das Schöne gut, dass wir jetzt hier Grafit und Dzeko eingestellt haben, ne? Aber irgendwie, ja, weiß ich nicht. Durch das Ergebnis gibt das jetzt ein bisschen so einen Dumper da drauf, bin ich ehrlich. Del Mondo 2, lange sogar 3 Buden. Finanzzentrum auf 10. Dann ist auch das auf Max. Let's go. Dann haben wir nur noch die beiden Stadien. Der Rest ist dann durch. Oder schon wieder gegolft, ne? Ja. Scheiß Gewohnheit. Nägele. Ich kann gleich mal Trainerkarussell gucken, ob in der Bundesliga sich mal wieder was getan hat. Ich glaube, die letzte war Hertha. Drei Wechsel hat man. Trainerwechsel hat man in der Bundesliga bisher.
Waiting for. So, Mohammed Saleh. Salah auf Wish bestellt. Aber dieser andere Salah auf Wish bestellt. Ich weiß nicht, ob es gut ist, dass dieser Apologize kommt, bevor wir gegen City spielen. Oder quasi für das Spiel gegen City. Weiß ich nicht, ob das so der Vibe ist, den ich gern hätte in einem Spiel gegen Manchester City. Optionen, Manager, Transfermarkt, Liga. Yes, Leipzig hat den Trainer gewechselt. Robert Kovac ist Leipzig-Trainer und Danny Murphy, Hannover. Oh, Quatsch, nee, das war dann letztes Jahr. Carlaccio. Dortmund hat schon wieder gewechselt, tatsächlich. Jesus Martin, nee, ach, das ist nur 3 Monate, nicht die Saison. Genau, Hertha war der letzte. Mate Carlaccio bei Dortmund. Schalke hat jetzt Anja Mittag. Ist das. Okay. Respekt an der Stelle. Robert Kovac und Danny Murphy. So, wer steht irgendwer davor? Nee. Steht keiner vor dem Aus. Topmöller ist wieder zufrieden anscheinend. Wenn man die 13. Ja. Mögliche Kandidaten. Ja, für was denn? Briggs ist jetzt wieder verfügbar. Wobei, der war aber Trainer bei Leipzig, ne? Ja, der war, glaube ich, nur Trainer bei Leipzig. Meine ich zumindest. Roberto Mancini ist dabei. Aber Tuchel nicht, ne? Tuchel nicht. Oh, Ruud van Nistelrooy ist available. Aber wo ist dann Tuchel hin? Das wäre jetzt halt die Frage, ne? Ich will tatsächlich mal kurz zumindest die Top-Ligen durchgucken. Einfach nur mal überfliegen, ob da wieder bekannte Namen irgendwo im Start sind. Kloppo ist raus. Graham Nicholas Marshall bei Liverpool. Pep Guardiola weiter bei Man United. Ansonsten. Theoretisch müssen wir sogar die Championship mal durchgucken, weil gerade in Championship auch wieder mal welche dabei sind, die echt nicht ohne sind, glaube ich. Mike Büskens bei den Wolves. Guck mal ganz kurz die Championship, aber wirklich. Im Schnelldurchlauf. Oh, ist es nicht Leon Sterling? Ich dachte schon Raheem. Raheem the Dream Sterling. Das wäre jetzt auch wild gewesen. Yeah. Jamie Carragher bei Norwich. Yes. Yes. Der wohnt einfach auf meiner TikTok For You Page. Hier mit, ne? Mika und Thierry Henry bei hier Champions League Tisch Dings. Ich weiß nicht, wie es heißt. BBC, ist das BBC? NB? Nee, ich weiß nicht. If you know, you know, ne? Timoros, ich dachte schon, Timoros. Frankreich. Igor Tudor. Marcel Desailly bei Girondins de Bordeaux. Let's go. Lilian Thuram bei Caen. Ken? Kan? Claude Makélélé, Strasbourg. Einfach diese anderen Legenden in der französischen Liga unterwegs. Holy shit. Tuchel ist beim AC Mailand. Da ist er. Thomas Tuchel, AC freaking Mailand. Damn. Simone Inzaghi bei Inter, ist er, war er da die ganze Zeit, war Inzaghi Inter? Ich glaube schon, weil das so ein bisschen ironisch war, weil, ne, A2 Stürmer und so. Didier Deschamps bei der Roma. Marco Materazzi bei Hellas Verona. Javi Zanetti bei Napoli. Italien haut aber anders rein mit den OGs. Also gut, viele von denen sind ehemalige Spieler, aber da sind halt einige dabei, die so aus meiner Zeit sind, I guess. Davide De Rossi bei Salernitana. Nee, das ist ja. Ich war bei Daniele De Rossi, aber da war Davide De Rossi, ne? Auch wirklich Davide, glaube ich. Der andere ist ja Daniele.
Benaglio? Diego Benaglio, einfach Trainer von Herren Wien. Stojkovic, Leonardo Fernandes. So, noch kurz Spanien. Wobei, ne, ja, wir können mal die Top-Clubs in Österreich dann auch noch ganz kurz abklammern. Ganz kurz, Conte bei Real Betis Sevilla. Simeone immer noch bei Atletico. Joaquin Martinez. Unai Emery immer noch bei Villarreal. Luis Enrique. Maldini jetzt bei Espanyol. Dove ist nach Dortmund zu Real Sociedad. Not so bad. Stefan Keller einfach Granada. Unterstrach. Salzburg. Kenne ich nicht. Also Salzburg kenne ich schon, aber schon, was ich meine. Luca Toni bei Hartberg. Okay. Okay. Ja, haben wir die Siegprämie ausbezahlt? Ja, weil wir 1-0 gewonnen haben. Dann gibt es jetzt nur 25.000. Leute, Abfahrt. Mindestens ein Unentschieden gegen Manchester freaking City. Please. Gelb für Hausino. Nicht der optimale. Gelb für schnell. Das riecht nach einer gelb-roten und dann mit der gelb-roten wäre es wahrscheinlich durch, ne? Uff. Bitte bis zur 45. keine gelb-rote. Dann wechsle ich gelbe Karten aus. Glanzparade Meslier. Ich meine, Führungstreffer wäre absolut Premium, weil dann führen wir zwei Tore. Wir machen Druck. Aber wir schießen kein Tor. Pfosten Reuterhahn. Okay, 0-0 zur Halbzeit, aber auch keinen Platzverweis. Hausino, absolut miserables Spiel tatsächlich mal. Ich nehme die beiden gelben Karten runter. Wie versprochen. Zweite gelbe für City. Come on! Amendiakos! Puh! Bischof von der Gelben? Schiefer mit der Gelben? Glanzparade, Charabi, yes! Erling Haaland in der 89. Come on! Nicht mal die Siegprämie müssen wir auszahlen. Come on! Yes! Tottenham ist weiter. Kopenhagen 5-0 gegen Chelsea. Kopenhagen ist durch. Ich bin durch, Alter. Real Madrid. Also, ja. Auf der einen Seite wäre Tottenham gut, dann hätten wir den letzten Engländer raus. Auf der anderen Seite ist natürlich Kopenhagen cool, weil einfachster Gegner. Auf dem Papier zumindest. In der Euroleague. Sieht es wie folgt aus. Wolfsburg führt gegen Sturm Graz, Bayern führt gegen Basel, let's go. Lazio gegen Salzburg und 0-0 zwischen ManU und AC Mailand. Wir gucken kurz die Conference League, auch wenn wir da keinen mehr dabei haben. Aston Villa führt gegen Anderlecht, Monaco gegen Napoli, Juve 7-2 gegen St. Gallen und dann 0-0 zwischen Rio Ave und Genk. Ja. Rio Ave? Könnte der letzte Portugiese sein, der dabei ist, ne? Glaube ich. Wir dürfen gegen Kopenhagen. Wir dürfen gegen Kopenhagen. Dann gucken wir die anderen beiden Wettbewerbe auch kurz durch. Euroleague. Wolfsburg ist weiter. 3-2 knappes Ding. Bayern ist weiter. Salzburg ist weiter. Hat Lazio rausgehauen. Und Man United 5-1 gegen AC Milan. Tuchel ist raus. Halbfinale. Wolfsburg, Salzburg, Bayern, Man United. Das könnte mit gar nicht so geringer Wahrscheinlichkeit ein Euroleague, ein deutsches Finale werden. Was gut ist, zum einen, weil dann ein Engländer raus ist wieder und zwei Finalisten, ne? Gerade weil wir in der Conference League keinen mehr dabei haben, ne? Conference League dafür Aston Villa weiter gegen Anderlecht, Monaco eindeutig weiter gegen Neapel, Juve hat das logischerweise nicht mehr fürs Spiel gegen St. Gallen und Genk im Elfmeterschießen gegen Rio Ave. Da haben wir jetzt Juve, Aston Villa, Genk, Monaco. Also auch wenn Juve hier Aston Villa rausschmeißen könnte, wäre super. Sind noch drei Engländer dabei im Halbfinale und drei Deutsche. Na, jetzt haben wir es wieder ausgeglichen quasi. So ein Ding ist das. So, wir gehen einen Tag nach vorne, machen wir eine kurze Pipi-Pause und dann sind wir sofort da gegen Kaiserslautern.
Saisonfinale könnt ihr euch kurz zu Gemüte führen. Wenn... Klatscht schon wieder mal meinen Platz. Ich glaub's nicht. Und dann redet er nicht mal mit. Also... Wahnsinn. Kaiserslautern. Nürnberg. 14, 16 Hertha. 18. Haben wir Dortmund Gladbach. Okay. Das heißt, wir haben drei easy Gegner. Absolute Must-Wins. Und dann zwei Top-Gegner. Wobei Dortmund da aktuell auf der 6 ist. Puh. Tough für Dortmund. Guck mal, was wird. So. Bauvorschritt. Sehr schön. Können auch gleich mal ganz kurz gucken, wie weit denn jetzt noch das neue Stadion ist. Also ich meine, ne, wir haben noch einige Wochen vor uns. Nochmal um zu gucken, wie viele es denn wirklich sind. Es sind noch mehr als genug. Das ohne Zweifel. Absolut ohne Zweifel sind das mehr als genug Wochen. Und wahrscheinlich sind es noch, ich glaube, es ist noch knapp unter 2 Jahre wahrscheinlich. Ich würde jetzt schätzen, also entweder sind es 140 Wochen oder es sind 90. Ich weiß jetzt nicht ganz, wie viele Jahre es ist, ob es knapp unter 2 oder knapp unter 3 Jahren sind. Aber werden wir gleich sehen. I'm not that innocent. My problem is this. So wie... Einfach fast doppelt so viel wie Man City. Holy shit, Alter. Holy shit. Es sind noch 92 Wochen. Also sind es knapp unter 2 Jahre. Sehr schön. Das heißt, im... Boah, was ist denn das? Irgendwo im Winter oder im Frühjahr 33 ungefähr müsste das Stadion fertig sein. So gar nicht so schlecht. Wie sieht es denn hier aus? Haben wir hier wieder jemanden, den wir unter Vertrag nehmen sollten? Ne, bei dem bin ich mir immer noch unschlüssig. Ne? Der hat 59, vielleicht schafft das gerade so. Den werden wir drin lassen, wenn überhaupt, ne? Weil der ist eigentlich ziemlich, ne, eigentlich ist er ziemlich schlecht, wenn ich ehrlich bin. Eigentlich ist er ziemlich schlecht, wenn wir mal ehrlich sind. Hier in der anderen Jugend sieht es, den 70er haben wir, ne? Picasso könnten wir dann überlegen mit dem RM, wenn wir eventuell Nemelo und oder Braun verkaufen. Wären beide so mehr oder weniger langsam auf der Abschlussliste. Mehr oder weniger bald. You shouldn't have. Oops, I did it again to your heart. So, Kaiserslautern. Sollten wir doch so schaffen, wa? Spielen wir da quasi Stammelf. Fitness sieht ganz gut aus. Wir haben Gladbach in der, im DFB-Pokal unter der Woche. Okay, ein bisschen schon, wa? Tatsächlich doch. Ein bisschen schon war dann doch. Wir starten erst noch mal wieder von der Bank. So leid es mir tut. Und Armin Diakos kommt auch mal als Joker von der Bank. Ganschi hat nämlich gute Form und so. Hat auch 85 mittlerweile. Ist aber schon 25. Vielleicht sollten wir den auch langsam mal, so ganz langsam Richtung Tür geleiten, um das mal diplomatisch und vorsichtig auszudrücken. Got lost in the game. Kaiserslautern fast mit 1-0 Teuchert. Guck mal, Leute, wir haben 162 plus. Alles gut, Luca. Wir haben eine rote Karte auf jeden Fall bekommen, so viel kann ich sagen. Wer leidet? Nee, noch keiner. Vielleicht bringe ich dann zur Halbzeit ganz schön runter. Weiß ich noch nicht. Habt einen guten Abend, einen schönen Abend, einen guten, einen angenehmen Abend, wie auch immer. Danke fürs Vorbeischauen und bis morgen oder übermorgen. Also wir sind morgen da, wahrscheinlich mit Lego. So viel schon mal als quasi Spoiler. So, jetzt nehmen wir ganz schön runter, so leid es mir für ihn tut. Hausinho schafft das Notfalls da vorne auch alleine. Pfosten, Hausinho, so viel dazu, ne? Man kann sich auch das Leben echt wieder selbst schwer machen. Absolut. Absolut crazy. Come on! Stangel nach Ecke, Hausinho, Vorlage Nummer 537. Hausinho müsste seinen Rekord aber easy eingestellt haben. Gerade so 1-0. Holy shit. Nehmen wir mit. Nee. So, bam. So ein Ding ist das. 7-0 Bayern gegen Leverkusen. Uff. Aber hier, ne, wir wollen hier nicht stagnieren, ne? Wollte ich nochmal gesagt haben. Wir gucken gleich nochmal fix in die Rekorde rein. Nice.
Sehr schön. Da auch wieder was geschafft. Meiste Vorlage einer Saison 19, ja. Gut, die Saison passt nicht. Wir reden schon von der aktuellen. Da war der Rekord vorher 14 wahrscheinlich. Dann waren die 16 vorhin auch schon die 16, die er da schon hatte. Denke ich mal. Borussia Mönchengladbach. Absolut tougher Pokalrun, ne? Sportgericht bestätigt das Urteil, okay. Also ist Meier für den Rest der Saison dann weg vom Fenster, auf gut Deutsch gesagt. Gut für Ngedi, I guess. Dann kriegt er noch ein paar Einsätze. Wir können hier aus dem Vollen schöpfen, das ist sehr, sehr schön. Werden wir natürlich auch tun, wahrscheinlich auch gegen Nürnberg. Okay, vielleicht, oh, nee, doch, wir gegen Gladbach sollten wir schon. Ich hatte jetzt überlegt, weil ich gegen Nürnberg schon gerne mit Armin Dacus und so gespielt hätte. Also schon allein wegen den Score-Punkten. Aber wir haben mal Kopenhagen im Anschluss, aber ist halt einfach so, was soll ich tun? Und gleich nochmal Mentaltrainer, Coach hauen wir mit rein. Weil wir es können. Und dann geht's gegen Gladbach. Mit einer Siegprämie von 15.000. Please don't stay in touch. Fuck you. So, Halbfinale. Come on. Schade für Gladbach. Gut für uns. Come on! Ah, Mendiakos. Gelb für Stange. Nicht so schön. Gelb für Nduka auch nicht schön. Ein Tor für Gladbach auch nicht so schön. Glanzparade. Come on. Keeper weiter testen. Hausine mit der gelben. Oh oh. Schon wieder so viele gelbe, ne? Boah, eine Fürth jetzt auch noch. Tschü. Stange runter. Den runter. Den runter. Keine Verletzung jetzt bitte. Das wäre super. Wir kriegen eine Verletzung, oder? Ich bin mir fast sicher. Cool. Super cool. Wieder Elfmeterschießen, aber diesmal ohne Hausine und ohne Kaya. Kann Schahrabi es auch? Das ist die Frage. 1-0 Demirovic. Come on, Ausgleich. Yes. Armin Diakos. Tor für Gladbach. Neuhaus. Schnecker. Yes. Gladbach macht Druck. Luca Leon Aebischer. Come on, aber so bis jetzt halten wir Stand. Charabi. Charabi halten, irgendwie verschießen, irgendwas und wir sind durch. Wieder im Elfmeterschießen. Gladbach macht ihn. Machen wir ihn, das ist die Frage. Ich weiß nicht, wer schießt, aber bitte mach ihn einfach rein. We done it again. We done it. Sven! Yes! Come on! Finale. Das dritte in Folge, glaube ich. Gegen Leverkusen. War fast zu erwarten. Dass wir es nicht gegen 60 haben. Hoffen wir, dass Hausino nicht so lange ausfällt. 3 Tage. Ist gegen Nürnberg wieder am Start. Come on! Yes!
Oh, Hertha wieder neuen Manager. Krass. Läuft nicht so geil bei der Hertha. Gut, die waren 18 zuletzt, als ich geguckt habe, ne? Dass das da nicht so rund läuft, scheinbar, ist dann, glaube ich, selbst erklärt. It's coming on, it's coming on. Sunshine in a bag. This future is coming on, it's coming on. Keine Frustrations, das ist auch super. Und für das Geld haben wir halt 11, ne? Aber da können wir nicht so viel machen, dass ich, außer, Sven. Ja, das ist halt so ein Ding, ne? Dass von vielen einfach der Vertrag zu lang geht. Da müssen wir, wenn dann, am Anfang nächste Saison nochmal gucken. Schon wieder Golf spielen. Damn it! Muscle Memory. Wir gehen mit beiden rein. Wir gehen mit beiden rein. Vielleicht schaffen wir Kopenhagen auch. Dann schon wir gegen Hertha. Vielleicht. Come on, Leute. Come on, come on, come on, come on. Wo sind die Buden? Wir machen doch Druck. Ja, nein. Rein das Ding. Rein das Ding. That's what she said. 0-0 zur Halbzeit. Rot für Nürnberg. Also jetzt müssen wir drauf. Komm mal, Leute. Reuterhand, Knieprellung. Come on. Yes, 1-0. Schneckerl. Tor Nummer 11. Vorlage Nummer 20 für Jorginho. Hallo? Können wir noch ein, zwei Buden machen, bitte? Glanzpaar ist er mal. Was ist denn da schon wieder? Aber anders FM, oder was? Digga. Digga, nee. Das kannst du dir nicht auch. Nee. Nee. Fuck off. Ah, dieses Spiel manchmal. Holy shit. Warum tu. Okay. Egal, egal. Alles gut. Alles super. Alles super. Everything is awesome. Das war ein Schokobon. Lass mal mit dem Schokobon beruhigen. Jaden Boggle zu Salzburg. Auch geil. Champions League Halbfinale Kopenhagen-Freiburg. Bitte was? Was am Schokobon gestorben? Holy shit. Hüster! Plus 1. Okay. Schön. Plus 3. Mhm. Oh, plus 4. Rüsti. Let's go. Plus 1 Grobmark. Plus 3 eigene. Ja, ja, ja. Plus 5 Ernst. Ja, siehst du mal. Plus 4 Rautmerk. Holy shit. Plus nix. Plus 6. Plus 5 hier. Jawollo. Plus 5. Plus 4. Da war doch ein erfolgreiches Set von Line. Plus 6. Plus 3. Plus 6, ja. Plus 4. Hm. Plus. Damn, Bro. Damn, Bro. Der ist runter. Jonas Klar, 21. Nee, 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 nee. Das ist ja literally Marktwert, was die mir bieten. 5. 3,91. Nee, das ist unter, sag mal. Verpisst euch. Was ist das denn? Unter Marktwert? Was? Wir spielen zuerst wieder auswärts. Ganz ehrlich. Wir gehen heute mal super, super edgy. Und schonen tatsächlich. Im Hinspiel gegen Kopenhagen. Spielgespräch machen wir danach. Aber nichtsdestotrotz, ne, geht weiterhin. Siegprämie 25k pro Spiel. Quasi. Oder 50k über die das Ding verteilt. Guck mal, Leute. In Kopenhagen.
Gelb für Schiefer ist die erste Aktion des Spiels, in der ersten Minute. Klar, das ist faul. Mhm. Ganschi, Oskarsson verletzt. Okay. 0-0 zur Halbzeit. Latte Giovanni Ganschi. Wir machen Latte Dennis Wavro. Golasso, come on! Pascal Bischoff, yes. 2-0. Mikael El Mouhouti. Der Knoten ist geplatzt, 3-0. Ganschi. Und wir schonen, ne? Wir schonen gerade. Seltsam mit dem 4-0. Wir schonen und jeder darf mal. 5. Schiefer. Das Ding ist durch. Das Ding muss doch durch sein. 5-0 im Hinspiel gegen Kopenhagen. Und das, wo wir geschont haben. Real gewinnt 2-1 gegen Tottenham, was auch gut ist, ne? Das heißt nämlich ein Knock für einen Engländer, potenziell. So, wir gucken auch gleich mal, wie die Euroleague lief. Für die anderen Vereine. Also, ne, gerade die Deutschen. Können wir nächste Woche wieder machen, aber ich bin neugierig tatsächlich. Achso, ist erst heute, nevermind. Müssen wir noch einen Tag nach vorne. Talent in Jugend entdeckt. Auf den Bahamas. Schon wieder. So ein Sechser. Hä? Ah, weil das. Ja, nee. Weil das funktioniert jetzt schon, das Jugendcamp quasi. Ist aber auch interessant zu wissen. Dann nämlich, dann machen wir nämlich das hier. Sollte das für die Bahamas auch ein Gewinn sein? Yes. Aha, warte, was ist denn da? Na gut, wir können halt nicht mehr, ne? Wir können halt nicht mehr. Tatsächlich. Das, weil wir kein... Nee, doch, wir sind komplett ausgebaut. Na gut, kann ich halt nicht mehr machen, ne? Tatsächlich. Dann bräuchten wir vielleicht doch einen Trainer für die Bahamas, wenn da wirklich schon Jugendspieler sind. Wir gucken. Nach ehemaligen Fußballspielern, ich sag mal meiner Zeit, in Anführungszeichen, ne? Holger Bräuch, ich dachte schon Thomas Bräuch, da wäre noch eine Möglichkeit vielleicht gewesen. Taking its toll on me, she said goodbye. Too many times before, oh wow, oh wow. Budde, Stefan Budde. Cause I won't say goodbye anymore. Wow. Ich glaube, irgendwen hatte ich doch letztes Mal schon noch gefunden, oder? Ich glaube, Pommes? Pommer. Der schon, der ist Pommes, Digga. Aber anders wild gewesen. Schimpfwurde heißt einfach Pommes. Aber Beste. Max Eberl. Ja, erstmal als Trainer für die Bahamas eingestellt. Ja komm, da muss da langsam einer kommen. Wo sind sie denn? Cause I won't say goodbye anymore. Leute. Muss auch irgendwo ein cooler Ex-Fußballer sein, Mensch. Also das sind wahrscheinlich die meisten davon, das sind Ex-Fußballer, ne? Aber. So, halt wie Wiborowski, Asamoah, Pizarro, sonstiges, ne? Solche Leute halt. So ein Lukas Podolski würde ich nehmen zum Beispiel. Einfach nur ein Beispiel. Podolski! This has its toll on me. Michael Kraft. Thomas Kraft haben wir schon, glaube ich, sogar, ne? Ich würde sagen, Thomas Kraft würde ich nehmen, aber ich glaube, den haben wir sogar schon.
Ja, also so langsam, ne? Können wir dann mal. Ich möchte natürlich auch am besten einen mit Bild hier, ne? Solange wir dann können. Wobei Mitarbeiter wird noch lang gehen, ne? Weil wenn Ronaldo dann ne, Mitarbeiter ist und so, zum Beispiel, dann hat der noch ein paar Jährchen vor sich. Ich könnte es nach. Ich habe Westermann gelesen und sag mir, ha, da ist er. Aber war er nicht. Hätte nach Alter sortieren können, ne? Weil die halt tendenziell eher noch jünger sind. Also so 64er, da wird jetzt kein Ex-Fußballer dabei sein aus meiner Generation. Truckenbrot. Okay, 5 Stück. So, da kommt doch jetzt gleich einer. Ich spüre es. Ich spüre es. Da kommt gleich einer. Ostheld, ja, genau. Jan-Paul Conradi. Ruven Hennings. Stimmt, den haben wir. Dann nehmen wir Ruven Hennings. Komm. In der Gegenwart war, glaube ich, noch einer bald. Habe ich so das Gefühl gehabt. Ich glaube, Ruven Hennings hatte ich gesehen. Aber da kommen ja noch Jugendcamps, ne? Ich hoffe, Nassau ist auch wirklich das in Ding. Auf dem Bahamas. Yes. Gut. Schwere Geburt. Gar nicht so leicht, coole Trainer zu finden. So, jetzt kommt Hertha. Prognose ist, wir werden Meister. Das ist ja super, ne? Also dort unterschreibe ich. Bin ich ehrlich. Würde ich so mitnehmen. Muss gar nicht mehr werden, ne? Meister reicht. Und dieses internationale Turnier? Nee, 31. Ich war letztes Jahr. Ach ja, wo Deutschland wieder so früh ausgeschieden ist, weil es einfach rigged ist. Also, wenn du 20 Nationalspieler hast und 18 zu einer Nation gehören, kannst du davon ausgehen, dass diese eine Nation, so gut sie auch sein mag, aber spätestens im Achtelfinale raus ist. Und ich weiß nicht, warum das Ding sowas macht. Dat FM. So. Hausina 99, ne? Kann man mal so machen. Kann man mal so machen. Mal wieder. 221, 230. Ich würde sagen, wir zerreißen damit mal kurz Hertha. Und danach ist auch Luca wieder am Start. Ne, war Luca am Start? Luca ist am Start sogar, oder? Yes, Luca ist schon wieder am Start. Gelb für Hertha, das ist schon mal gut. Tor für uns wäre auch gut. Schneckerl, Tor Nummer 12. Damn. Come on. Nee. Ja. Komm. Ein Türchen. Ja. Ja. Leute haben selbst. Nee, Schnecker, Doppelpack. Oha, Hattrick, komm schnell. Schade. Schade. Machen wir so. 3-0. Wer ist es? Amendiakos, Tor Nummer 28. Zieht wieder gleich mit Hausino, glaube ich. Or does he? Nee, er geht vorbei. Wahnsinn. Wahnsinn. Da ist er. Da ist er. Er macht die 30 voll mit dem Lupenrein. Amendiakos. Er braucht noch 4 in 2,5 Spielen, fällt mir gerade auf. Wir sind ein bisschen hinterher im Zeitplan mit den 34. Das ist schon Spieltag Nummer 32 und danach haben wir Dortmund Gladbach, glaube ich, ne? Oder Dortmund Leverkusen, irgendwie sowas. Ne, Dortmund Gladbach. Come on, Eigentor Kennedy. Come on. Glanzparade, Leno. Aber auch Amendiakos ist der Lupenreine vergönnt. Yes. Weiterhin 3 Punkte Vorsprung. Jetzt ist aber tough bei uns. Ne? Dortmund, Gladbach. Bayern hat Schalke, Nürnberg. Amendiakos fehlen noch 4. Hausino fehlen noch 6 auf die 34. Das nur so am Rande. Ist in 2 Spielen so oder so ein bisschen schwierig. Auch das Jugendstadion geht jetzt über die 30. Bro.
Rückspiel gegen Kopenhagen, aber wir sind eigentlich durch, ne? Ich werde, glaube ich, wirklich gegen Kopenhagen jetzt schon. Weil auch die zweite Garde, wir haben gerade schon geschont und haben 5-0 gewonnen. So, was kann eine volle zweite Garde jetzt noch kaputt machen? Als ich das so ausgesprochen habe, habe ich schon einmal, hab ich schon mein Leben an meinem inneren Auge an mir vorbeiziehen sehen. Du kommst die 3. Nee. Luca hat sich die andere Nummer gewünscht. Ich weiß nicht mal was, aber Luca wollte unbedingt die andere Nummer. Und eine 3 für Luca, weiß ich nicht. Weiß ich wirklich nicht. Nee, wir können Mai spielen lassen, weil NG den in der Liga sowieso spielen muss. No? Wir holen mal einen IV hoch, tatsächlich. Auch braun. So. Ich hole jetzt die Bank hoch, ist mir egal. Die spielen sowieso erst am gegen, wenn wir gegen Dortmund spielen, also, ne? Es ist nicht so, als würden die ein Spiel verpassen. Aber machen die Siegprämie, ne? Wie gesagt, bei jeweils 25.000. Also wenn sie Bock haben, können sie sich einen Corner holen. So ein Ding ist das. Das ist risky jetzt. Das ist wirklich risky, da komplett mit der B reinzugehen, ne? Also wirklich mit zweite Garde / zweite Mannschaft. Sonst, wenn wir mit einem zweiten Garde reingehen, haben wir zumindest den, ich sag mal, den Luxus, dass wenn wir wenn wir das Wechseln anfangen, wir meistens stärker werden, dadurch, dass wir Leute aus der ersten Garde einwechseln, ne? Aber trotzdem 912 zweite Garde. Ja, komm. Nevermind, vielleicht ist es doch nicht so risky. Das ist komplett zweite Garde. Meier ausgeklammert. Meier ist der einzige aus der ersten Garde. Real Madrid oder Tottenham ist die Frage. Ich wäre für Real Madrid. Zum einen, weil es das Rematch aus dem Euroleague-Finale von vor letztes Jahr, glaube ich, war das. Literally, oder? War es literally letztes Jahr? Ich glaube. Und weil dann Engländer raus ist. Ja, wir sind durch und wir müssen keine Siegprämie auszahlen. Come on. Real ist weiter mit Meter schießen. Oh yeah. Neue Erfahrungsstufe für Niedermüller. Auf die 3, not bad. Pokalergebnisse. Nee. Pokalhistorie. Das ist wirklich das dritte Finale. Köln und Leverkusen. Moment, haben wir jetzt schon wieder Leverkusen im Finale? Ja, ne? Rematch aus vorletztem Jahr. Und Euroleague war auch vorletztes Jahr. Sociedad Tottenham war letztes Jahr. Stimmt, letztes Jahr hatten wir ja gegen Liverpool im Achtelfinale verloren, glaube ich, ne? Das heißt, wir haben tatsächlich Pokal und Euroleague Rematch. Crazy. Das ist wirklich crazy. Der Unterschied ist, dass wir diesmal in der Liga noch die Chance haben, Meister zu werden.
Sehr schön, aber alle Mentoren. Crazy, they call me. They call me Stacy. Özdemir kommt weg. Özdemir kommt weg. Tschüssikowski. That's not my name. Keine frustriert, das ist auch gut. Na gut, ich meine, ne, auch die zweite gerade hat jetzt generell so eigentlich eine solide Anzahl an Spielen abbekommen, glaube ich. Ja, wirklich mit der Dreifachbelastung und so kann man das halt auch eher garantieren, beziehungsweise ist halt wirklich eher der Fall. Was haben wir denn bei den Mitarbeitern? Oha. I guess Carson Bracker und Uwe Hennings, ne? Naja, aber ist mir egal. Bin ich ehrlich. Come on, gegen Dortmund. Machen wir da nochmal eine Siegprämie? Komm, ein Zehner. Ein Zehner. Puh, ein Zehner machen wir. Come on. Armin Diakos, 31. Es fehlen noch 3. Noch 2. Torvorlage Nummer 21. Kann das wieder tun? In Back-to-Back-Bundesliga spielen? Never, oder? Charabi fällt wieder aus. Ich wollte mal Stammkeeper sowieso nicht haben fürs Champions League Finale. Warum auch? Warum auch? Hm. Dann bleibt Schnecker halt drin. Come on. Anschlusstreffer Mokoko. War das Tor Nummer 10 oder 19? 18. Same thing. Kein Ausgleich kassieren, Leute. Kein Ausgleich kassieren. Pfosten Mokoko. Don't do it. Gelb-Rot Reuterhahn. 90. Teil. Sag mal, Leute. Wir sind Meister. Come on! Yes! 32. Zusammen 60 Tore und 31. Sind wir Back-to-Back-Meister jetzt? Ich glaube, ne? Handgelenksbruch. Echt super. Ja, nehmen wir mit. 3 Wochen. Ja, nice. Er ist wieder fit am 31.05. Ach, das ist super. Wenn er nicht angeschlagen ist, ist er gegen Real Madrid am Start. Aber er wird halt safe angeschlagen sein, ne? Er wird halt safe angeschlagen sein. Da muss Kaya wieder hoch. Hilft nix. Das Kacke, Alter. Das mit Charabi ist echt nervig, ne? Lacroix fällt bei Gladbach, das ist ja schon mal gut. I guess. Oh, haben die nicht Reutenbach, ne? Und den Innenverteidiger? Hat der nicht Gladbach? Ich glaube. Wir sind fast gezwungen, diese 11 oder diese 18 mitzunehmen. Niedermüller ist die einzige Wechsel, den wir vornehmen könnten, wenn wir den unbedingt wollten. Nimm doch den hier mit, meine Güte. Mir doch Wumpe.